war heute ein interessanter Aspekt, dass sich zwei getroffen haben, die sich wertschätzen. Einerseits die Klasse, die Sie eingeladen haben, aber auch Sie haben sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt bei dieser Jugend hier, die sich auch offensichtlich für Politik interessiert. Ja, für mich war das wirklich was Aufregendes. Ich bin ja angeschrieben worden auf Facebook von Klassensprecher, der wirklich die dreiste Frage mir gestellt hat in Kairo, ob ich nicht mal in der Schule vorbeikomme. Ich fand es so toll, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich kommen, weil wenn mich sozusagen die Klasse selbst einlädt, ja, dann ist es eben, da kann man wirklich drauf aufbauen. Ich war auch neugierig, was das für Schüler sind und habe dann meinem Verlag gesagt, nein, also diese muss man unbedingt einbauen hier und es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Das war, glaube ich, auch jetzt, wir sind, glaube ich, über 2 Stunden zusammengesessen und man hat, glaube ich, hätte eine Nadel auf den Boden fallen hören, diese 2 Stunden. Also die Schüler waren wirklich wahnsinnig interessiert, haben sehr gute Fragen gestellt, brauchten ein bisschen Zeit, um aufzuwärmen, aber dann waren sie nicht mehr zu bremsen. Ja. Dabei haben Sie noch gar nicht gewusst, dass Sie den österreichischen Journalistenpreis gestern erhalten haben. In Zeiten der Olympiade ist dieser Preis auch so etwas Ähnliches wie eine Goldmedaille für Sie? Es ist auf jeden Fall eine große Ehre, diesen Preis zu bekommen. Das haben ja bisher nur 10 Journalisten bekommen. Das war das 10. Mal, dass der Preis verliehen wird. Und ja, große Ehre für mich. Auch gestern eine sehr schöne Laudatio von Barbara Frischmuth, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich finde es auch eine Anerkennung für Auslandsberichterstattung, die ja oft von Medien eher stiefmütterlich behandelt wird. Und dass jemand sozusagen der klassische Auslandsberichterstattung wird zum Journalisten des Jahres, macht zum Journalisten des Jahres in Österreich wird, hat auch, glaube ich, eine Bedeutung. Sie haben was Interessantes gesagt, dass die Nachrichten abgleiten in einen sogenannten Eventjournalismus. Gibt es da keine Möglichkeit, gegenzusteuern? Oder anders gefragt, was ist die Essenz in Ihren Stories, die Sie entwickeln? Hat das eine Relation, Event und Geschichte? Ja, zum einen, also meine Kritik ist immer, dass wir eigentlich verlernt haben, Prozesse abzubilden in den Medien. Also dass wir wirklich nur von einem Event zum nächsten hopsen. Und damit auch die Leute verlernen, Prozesse als Prozesse wahrzunehmen, sondern Politik nur noch als Event sehen sozusagen und nicht als Prozess. Und was wir in der arabischen Welt erleben, dieser Wandel in der arabischen Welt, ist ein klassischer politischer Prozess, der Jahre dauern wird. Für mich, eine Geschichte ist für mich dann immer dann gut, wenn ich sozusagen es schaffe, dass ich Nähe herstelle. Nicht Exotik schaffe, sondern Nähe herstelle. Dass sich hier in Österreich einfach jemand dann im Fernsehsessel zurücklehnt und sich fragt, mein Gott, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Dann habe ich das, glaube ich, dann habe ich eine gute journalistische Geschichte gemacht, wenn ich die Nähe herstellen kann. Ihr Job als Auslandskorrespondent des ORF, als Kriegsberichterstatter, hat natürlich immer was Heroisches. Denken Sie zum Beispiel oft an Hemingway. Ist das eine Geschichte, die Sie jetzt wieder erleben? Also erstmal wehre ich mich dagegen. Ich bin kein Kriegsberichterstatter. Ich will auch keiner sein und ich finde es auch ganz furchtbar. Also ich finde dieser Wanderzirkus, der da durch die Welt reist von einer Krise und einem Krieg zum nächsten, das ist für mich kein guter Journalismus. Für mich ist es einfach so, dass in der Region, für die ich zuständig bin, finden einfach viele Krisen und Kriege statt. Ich scherze immer und sage, ich habe den krisensichersten Job des ORF. Die nächste Krise kommt bestimmt bei mir. Nein, ich fühle mich nicht als Hemingway. Ich finde es auch keine besonders heroische Arbeit. Ich finde es wichtig, diese Arbeit zu machen. Ich finde es wichtig, auch gerade Leuten eine Stimme zu geben, die normalerweise in den Medien eben nicht vorkommen als Stimme. Und ich finde es eigentlich viel, viel wichtiger, nicht über Kriege und Krisen zu berichten, sondern über die Menschen zu berichten, die eben in diesen Kriegen und Krisen leben. Und dann eben diese Nähe herzustellen. Das sehe ich eigentlich so als einer meiner journalistischen Aufgaben. Sie haben auch erwähnt, dass gerade die Nachrichten im Fernsehen eher von einem Publikum gewürdigt wird, das jenseits von 50 ist. Wenn Sie einen Wunsch offen hätten und wir den jetzt an den ORF-Generalintendanten schicken könnten, welches Programm würden Sie machen oder welche Sendung würden Sie gerne entwickeln? Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, junge Leute an Nachrichten heranzuführen. Das ist ein großes Problem, was nicht nur der ORF hat, sondern eigentlich alle Nachrichtensender, ZDF und ARD, sieht es ganz ähnlich aus. Ich argumentiere immer, dass man eigentlich einen Mehrwert zum Internet schaffen muss. Denn die jungen Leute haben meistens schon
längst gelesen, was so die wichtigen Dinge des Tages sind am Nachmittag. Die wollen das nicht am Abend nochmal in den Nachrichten sehen. Was für die, glaube ich, wichtig wäre, wäre etwas zu sehen, um eben Dinge einzuordnen. Auch irgendwie eine Reportage zu sehen von dort. Also Dinge, die sozusagen das, was sie sowieso schon wissen über das Ganze oder über den Event oder was passiert ist, was eben das erweitert und was es ihnen, glaube ich, auch hilft, ist einzuordnen. Weil ich glaube, einer der Probleme, die wir heute haben, wir haben eine wahnsinnige Informationsfülle, ein Informations-Overkill sozusagen. Und die wichtigste Aufgabe der Medien wäre sozusagen, diese Information irgendwie für jemanden ein bisschen einzuordnen, ein bisschen zu ordnen, um daraus eben die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Stichwort Internet. Auch in der arabischen Welt, auch in Ägypten hat das Internet eine wesentliche Rolle gespielt, was den politischen Umsturz auch mit gefördert hat. Wie sehen Sie generell die Entwicklung in den arabischen Ländern? Welchen Einfluss hat das Internet auf die Gesellschaft? Einen wachsenden Einfluss. Also Internet ist wichtig in Ägypten. Zum Beispiel haben wir in Ägypten mehr Facebook-Nutzer als Tageszeitungsleser. Also eindeutig eine ganz wichtige Informationsaustauschquelle, die genutzt wird, die auch sehr viel von jungen Leuten genutzt wird und die deswegen auch wichtig ist. Wobei man muss aufpassen, man kann letztendlich, also so die Dinge wie eine Revolution, die macht man nicht auf Facebook, die macht man am Ende doch auf der Straße. Also der Punkt ist am Ende dann, wie man das, was da im Internet entsteht, auch an Kommunikation oder das Austausch, wie man das dann wiederum auf die Straße bringt. Ich glaube, das ist die große Herausforderung dabei. Auf die Straße bringen, da kommen wir gleich zum Thema Ihres neuen Buches, Frauenpower in der arabischen Welt. Welchen Einfluss hat die Frau in der arabischen Welt auch in diesen politischen Umstürzen? Naja, zunächst einmal, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Frauenpower auf Arabisch, und ich habe es, glaube ich, auch vor allem deswegen geschrieben, weil ich sehe da immer so eine Schieflage, also das Image, das arabische Frauen haben hier, nämlich das Image einer von grauen, machtlosen Mäusen, die voll verschleiert hinter ihren Männern herlaufen. Das ist ein Image, das so sehr häufig einfach nicht passt bei den Frauen, die ich in den letzten 20 Jahren meiner Arbeit getroffen habe. Und für mich war das wichtig, einfach in diesem Fall den Frauen selber eine Stimme zu geben. Weil meistens redet man über arabische Frauen, also ganz gerne im Diskurs von Rückständigkeit der Religion oder ähnliches, um das nachzuweisen. Ganz selten redet man mit ihnen. Und das war eigentlich die Idee dieses Buches, ihnen sozusagen selbst eine Stimme zu geben, auch ihr Leben für sie sprechen zu lassen. Eine libysche Frauenrechtlerin hat mir mal den wunderschönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Karim, es kommt doch nicht darauf an, was wir auf dem Kopf haben, sondern es kommt darauf an, was wir im Kopf haben. Das ist ein bisschen das Motto des Buches, und ich glaube, dass Frauen eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen werden in diesem arabischen Wandel und dass ihre Rolle und ihre Probleme tatsächlich auch im Zentrum vieler Auseinandersetzungen stehen werden und sie mitunter auch der Schlüssel für die Zukunft der arabischen Welt sein werden.